Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Jetzt müssen wir uns hier im Lager umgucken. Wie sieht's denn mit dir aus? Alles klar, Alter. Der Schläfer sei mit dir. Der Schläfer sei mit dir. Okay, gut. Mach Du hast einen Platz. Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Okay, ist ja gut. Der Schläfer möge dich behüten. Ist ja gut. Dann reden wir mal mit anderen Leuten hier. Wobei es nachts hier auch nicht so viel zu tun gibt, glaube ich, oder? Novize, Novize. Und was geht dann hier ab? Hier ragt einer Wasserpfeif. Ich glaube kaum, dass ich noch. Melvin. Joru. Der sieht aber nicht aus, als würde er hier dazugehören mit seiner. Der hat ja noch Hoa und alles. Und noch Kleidung A. Bestimmt aus dem Lager, Hi. oder? Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Okay. Mit dem könnten wir eventuell auch noch schwaller. Neues Sehen für die Bruderschaft, war das? Ja, Butler Melvin, genau. Da könnten wir noch den anderen Hansel, den Dusty, noch mit dazu holen. Dann müssen wir halt dazu verhelfen, hier mitzukommen. Deswegen war es gut, dass uns der Bal Parves vorher den Weg frei gemacht hat. Was machst du dann hier? Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize. Alles aber klar. Bald bin ich ein Bal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Okay, was machst du dann dort? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Okay. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ja, das heißt, der hockt nur da und zischt hier sich die ganze Zeit nur die ganze Droge rein. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ja, genau, dann kiff dich mal ins Grab. Ich will mich im Lager anschließen. Hilf mir doch mal. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nö. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Okay. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Wie sieht's denn damit aus? Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Drei schwarzer Weiser waren ausgemacht und nichts anderes. Besorg mir erst das Kraut, dann sind wir im Geschäft. Okay, na gut. Na gut, na gut. Okay, die schlurfen hier aber auch ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Und wie sieht's dann noch hier aus? Hier ist nichts Interessantes. Sackgasse. Da geht's noch over. Und wie schaut's dann hier aus? Da sitzen auch noch hier ein paar in so einem Kreis und hören einem Guru zu. Balkadar. Nee. Den soll ich vielleicht nicht aussprechen. Entschuldigung. Okay, die fallen hier über die Wege, ach. Die stolpern hier die ganze Zeit über die Wege. Da spaziert auch noch ein Templer. Und wen haben wir dann hier? Templer, Templer. Heieiei. Nur Novize. Und ein Darion. Hi, ich bin neu hier. Schluck Wasser. Ich will das Lager kennenlernen.
Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Haha, aber alles klar, was hast du dann? Ich würde aber sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir irgendwas im Wert von 200 Erz zu verkauft kriegen. Grobes Schwert auf jeden Fall. Das wäre schon lange geklärt. Und Rohstahl könnte man uns auch noch gönnen, oder? Ja, nochmal für 200 Erz was. Sieht nicht schlecht aus. Manche lernen eben gar nicht. Gucken wir nochmal, Keule können wir noch verticken. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ansonsten können wir hier noch Zeug verkaufen. Kochlöffel, Becher, das brauchen wir sowieso alles nicht. Teller, Flügel. So kruscht können wir auf jeden Fall verscherbeln. Aber irgendwas für 5. Zum Beispiel hier die Zähne. Dann läuft die Geschichte. Dann können wir nämlich auch noch ein bisschen schmieden. Dann haben wir wieder gut Material für uns. Okay. Vielleicht noch etwas, was ein bisschen besser ist als die verwitterte Axt. Aber ja, verwitterte Axt ist halt schon derzeit so das Beste, was wir kriegen für 10 Stärkepunkte. Müssen wir gerade mal Lucky machen, was der sonst noch bei sich trägt hier an Waffe. Aber das Erz zwacke ich ihm auf jeden Fall liebend gern ab. So, und die Sachen auch immer nur dieselbe Standardsprüche, die sie da unterhalten. Schmiedehammer, Nagelkeuler. Ja. Okay, ich denke, das ist soweit in Ordnung, was wir hier hin. Das nehmen wir ab. Und dann können wir noch ein bisschen Zeug hier schmieden. So. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Also das Schmieden, um schnell an 50 Erzdraht zu kommen, ist definitiv sehr gut. So. Dann schmieden wir das Zeug noch. Zack, 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 zack. Und hier jede mit. 3, 4 und 5. Da haben wir nochmal 5 grobe Schwerter. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder gutes Handelsgut. Wir sollten an der Stelle auch nochmal speichern, bevor ich mir halt hier die Kiste noch zu Gemüte führe, ob die mich angreifen oder nicht. Okay, die greifen mich hier tatsächlich nicht an, wenn ich mich an der Kiste zu schaffen mache. Trotz allem ist der Dietrich abgebrochen. Und links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, links müsste die Kombo sein. Nochmal. Erstmal ab. Links, rechts, rechts, links, links. Okay, links, rechts, rechts, links, links, links. Noch einmal. Und links, rechts, rechts, links, links, links. Und dann haben wir es geknackt. 27 Rohstahl, das ist schon mal sehr, sehr geil. Dann Klinge haben wir noch 16. Da können wir sehr viel geiles Zeichen mitmachen. Crawler-Zangen, oh ja, Minecrawler, wären auch noch sehr geile Gegner. Und eine Axt für 12 Stärke, 29 Schaden. Die sind 320 Gold, Erz wert, nicht Gold. Sehr gut. Dann können wir jetzt nochmal eine ganze Schampel schmieden. Aber da bräuchte ich dann 2 Stärkepunkte mehr. Ich würde sagen, beim nächsten, dem wir so begegnen, sollte ich vielleicht nochmal meine Stärke ein bisschen hochskillen. Auch wenn ich wahrscheinlich mich im Magier im alte Lager Arschließ, werde ich wahrscheinlich doch so viel wie möglich machen, was an Einhandwaffe geht. Weil wenn mein Magie versagt, muss ich ja trotzdem auf Waffe zurückgreifen können. Deswegen ist es auch für einen Magier nicht verkehrt, wenn er wenigstens in Einhandwaffe relativ gutes Level hat und wenn er, sagen wir mal, passable Stärke besitzt. Die Geschicklichkeit muss ich ja jetzt nicht so stark schulen. Es reicht dann, wenn ich die Diebesfähigkeiten lerne. Ich denke, das ist auch in Ordnung. So, als weiter. Also damit können wir auf jeden Fall wieder ordentlich Handelsgüter herstellen. Dafür hat sich der Abstecher ins Sumpflager auf jeden Fall auch wieder gelohnt. Weil wie gesagt, so grobes Schwert ist schon ordentlich was wert. Mit 50 Erz ist es das super Handelsgut. So. Und als weiter.
Auch wenn das jetzt etwas lästig ist, wenn man die ganze Zeit nur am Schmiede ist. Aber ich finde, dass es ziemlich viel bringt, wenn man das macht. Damit man gerade vor der Anfang wirklich viele gute Handelsgüter hat, um mit den Händlern auch gescheit tauschen zu können, ohne zu viel auszugeben. So. Deswegen mache ich mir jetzt auf jeden Fall noch die ganze Schwerter. Man sollte sowieso in Gothic an Truhe mitnehmen, was man mitnehmen kann. Finde ich zumindest. So. Als weiter drauf. So, ich drücke jetzt auch wie ein Blöder, damit ich das Zeug hier machen kann. Und hopp, hopp, hopp. Dann haben wir ja noch ein paar Klinge so gefunden, die wir einfach nur schärfen müssen. Also das ist schon nicht verkehrt. Dort damit haben wir ein ziemlich gutes Arsenal an Tauschware, weil das aus dem alten Lager, was wir gefunden haben in der Schmiede, mit den 20 Rohlinge, das ist ja jetzt leider schon wieder weg. Was man auch in Gothic 2 verbessert hat, ist, dass nicht jede Waffe einzeln steht, sondern in Gothic 2 hat man es dann wenigstens so gemacht, dass man dann von grobe Schwerter, wenn man jetzt 20 oder so im Besitz hat, dass da einfach grobe Schwert mal 20 steht. So. Aber bei der Gelegenheit sollten wir auf jeden Fall nochmal unser stärker Skillen. Bin ich dafür, dass wir 5 oder sogar 10 Punkte reinvestieren. Dass wir immer hier Stärke von 20 haben. Ich denke, für einen Magier Stärke am Ende von 50 oder so sollte definitiv ausreichend sein. Als Magier sollte man natürlich in Mana Skillen so viel wie möglich. Und natürlich auch die Zauber lernen. In Gothic lernt man die Zauber halt über Rune. Okay, habe ich jetzt noch irgendwas? Also man wirkt Runenmagie. Crawlerzange haben wir jetzt noch. 334 Erzbrocke. Eventuell können wir das noch beim anderen Händler verbessern. Dann wäre es nämlich echt sackenpraktisch, wenn wir uns den Novizerock kaufen könnten. Der kostet zwar 500, aber der ist schon was wert. Auf der anderen Seite, ja, so, bin ich so inventargeil? Ich weiß ja nicht. Muss für mich halt selber entscheiden, wie viel Erz ich hier ausgeben mag. Und die handeln leider, diese Rüstungshändler, die handeln leider nur mit Erz und geben Tauschgegenstände dafür. Okay, noch dem Schmiedegedöns. Gucken wir jetzt mal hier in die Hütterei. Hier ist niemand. Ah, doch. Baal Tondral. Ich glaube, das ist der einzige, der mit uns spricht. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Alter, du hast ja schon länger Mucke Sumpfkraut mir reingezischt, oder? Hey, du hast mich angesprochen, heißt das? Ich kann jetzt mit dir reden? Ich sag einfach mal nix. Obwohl. Hey, du! Ups! Zieh dich raus hier! Hoppla. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Aha, das ist mal ein sehr toller spiritueller Führer. Okay. Gehen wir jetzt nochmal kurz rein. Und mal gucken, wenn der mich wieder arschwallt. Du siehst nicht aus wie ein Dann überspringe ich das Ganze mal wieder. Macht wie dann. Und. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Okay. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. So, wie kann ich sie dann beweisen? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen?
Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay. Und wo kann ich Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Ich weiß schon, wenn ich die hole kann. Das Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay, ich weiß aber schon auch, wo ich den finde. Wieso braucht er so dringend Und zwar neue den Leute? Kumpel von Melvin oder Dusty. Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Mhm. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay, das heißt, sie sollen nicht beim Kiffer stören. Alles klar. Gut, gehen wir hier nochmal raus. Und ich muss mal ganz kurz einen Cut setzen, ihr liebe Leute. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Sorry. Wenn die Post klingelt, dann muss ich leider achrennen. Zumindest wenn sonst kein anderer im Haus ist. Okay, können wir doch rein? Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Okay, hätte ja sein können, dass ich mich doch irgendwo hinlecken kann, um mal eine Runde zu knacken wieder, weil tagsüber findet man hier eher Leute. Hallo? Hey, du weißt ja doch, was gut für dich ist. Ich suche doch nur einfach eine Hütte zum Knacken. Wie sieht's hier aus? Okay, du bist anscheinend hier noch ein Büster vom Schläfer. Na, ich leg mich einfach mal hier rein. So, ratzen wir jetzt hier mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Hey du! Raus hier! Ups, ja, ich mache mich ja schon auf den Weg. So. Die richtige Entscheidung. Okay, gut. Jetzt haben wir wenigstens hier wieder die Möglichkeit, mit den Leuten zu quatschen. Tag und nichts hat sich geändert. Genau. So, Baldhondral, mit dem habe ich schon gequackt. Der wollte, dass ich jemand erwerb. Da weiß ich auch schon genau wen. Darion, der zischt sich gerade sein Sumpfkraut rein. Die Novize, ach, die machen gerade Pause, wie es aussieht. Und dann könnte ich ansonsten nochmal... ich überlege gerade, wo sind denn hier noch die anderen Hansel, von denen ich Aufgabe kriege? Ich glaube, die sind hinten bei den Sumpfkrautfeldern. Dürften dort sein, wenn mich jetzt alles täuscht. Und da ist noch ein Templer, der da rumsteht. Da sind die Sumpfkrautfelder. Und da steht auch noch irgendeiner rum. Ein Templer, der mir schon abglotzt. Guanaran. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Ja, besser so. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Ja. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Sumpfhaie sind ziemlich üble Gegner. Anders kann man es nicht ausdrücken. Sumpfhaie sind welche von der härtesten Biester, die man hier trifft. Und für den Anfang sind die definitiv noch 30 Nummern zu hoch für uns. Gerade ohne Rüstung und so, vergiss es, da sollte man sich nicht an die Viecher dran wagen. Okay, wie sieht's denn hier aus? Wer bist denn du? Templer? Und dann können wir doch hier mal auf die Sumpfkrautfelder gehen. So, da sind nämlich auch noch welche unterwegs. Oh je, ich habe gedacht, Ewe hängt das sich wieder auf an der Grafik. Nur weil ich hier runtergerutscht bin. Heilkräuter findet man hier auch noch. Das ist auch ziemlich gut. Da hinten kriegt schon so ein ekelhafter Sumpfhai rum. Heilkräuter. Also die können wir auf jeden Fall mal abernten, die Dinger. Ach du Scheiße, ja, da schwirren schon zwei von den Viecher rum. Sollten wir besser meiden. Sklavenbrot gibt's auch noch für uns. Sehr schön. Okay. Und neben den Sumpfkrautstängeln sind auch überall mal
Heilkräuter. Oh, ein Balor. In Baldur's Gate wäre das jetzt, oder generell in Dungeons and Dragons wäre das jetzt der höchste Dämon, ein Balor. Okay, der spricht nicht mit uns. Na gut, warum auch nicht? Und wie sieht's denn mit dir hier aus? Balnetek, oder Netbeck, oder was? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Oh je. Meine Diener nennen mich Balnetek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ja, einfach mal. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Nee, nicht wirklich. Dann können wir aber hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Heilkräuter, Sumpfkraut, nochmal Heilkräuter, nochmal Sumpfkraut. Und das ist halt in Rohform. Heilkräuter, Sumpfkraut. Pflücken wir den Scheiß doch einfach mal. Vor allem die Heilkräuter sind sehr gut. Die können wir definitiv gut gebrauchen. Und auch die kleineren Heilkräuter sind derzeit schon ziemlich gut für uns. Und zip, sehr schön. Okay, weiter im Sumpf ist gerade nicht gerade so gut für uns, denke ich. Ich kann es euch aber auch mal zeigen. Aber da sollte ich definitiv speichern, bevor ich mich in das Areal reinwag. So, nochmal speichern. Und dann an das Sumpfhaie vorbei. Weil wenn die mich erwischen, dann war's das. Ich möchte mich zu der Hütte hier in das Sumpf rein. Da muss ich an das Sumpfhaie auf jeden Fall vorbei. Scheiße. So oder so, das wird eine harte Nummer. Also, was gibt's denn hier? Ups, da ist schon mal ein Sumpfhai. Ups, da ist irgendeiner, der rausstürmt. Und in seiner Truhe ist Fackel und zwei Bier. Da ist der Sumpfhai, der direkt vorne dran steht. Tja. Keine Chance. Keine Chance. Und das ist es auch definitiv nicht wert, in die Hütte hier einzubrechen. Nee, also da kommen wir definitiv nicht vorbei. Das sollte man wirklich sein lassen. Oh Jesus, vergess es. Gut, dann gucken wir uns mal im Lager um. Wir haben ja auch noch nicht die obere Ebene abgegrast. So. Deswegen sollte man da eventuell auch nochmal rübergehen. So, kann ich da rüberspringen? Sehr gut. So, da haben wir nämlich auch noch welche. Gorim, Bal-Orun. So, Gorim, wie sieht's bei dir aus? Den anderen darf ich ja nicht auch quatschen. Gorim, ich mag mit dir sprechen. Gorim. Steh mal auf und laber mal mit mir. Hey. Okay. Bal-Orun. Nee, den darf ich wohl auch nicht arschschwätzen. Novize. Gorim. Nee, das ist wohl echt egal. Den kann ich jetzt auch labern, den Typ. Okay. Wen haben wir dann hier noch? Novize. Also derzeit kann ich mich auch mit niemand von den Typen hier anlegen. Die sind alle zu stark für mich. Höchstens die gammliche Novize, mit denen könnte ich mich eventuell anlegen. Also mit denen, die noch nichts an Rüstung haben und ähnliches. Denen könnte ich mich möglicherweise anlegen, wenn ich gut bin. Wie viel Erz habe ich dann derzeit? Gerade mal gucken, 334. Also, ach, für das Zeug noch nicht genug. Für den Waffe-Rock, für den Novize-Rock. Okay, Lester, wie sieht's aus? Zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ich mag jetzt zu Korkalom gehen. Für den soll ich ja auch noch was, beziehungsweise für den anderen Hansel im alten Lager soll ich ja auch noch was bringen. Muss ich mich erst nochmal zurechtfinden. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, wo du was war. Ist schon etwas länger her, dass ich Gothic gespielt habe.
Und ich finde mich doch nicht mehr allzu gut zurecht. Ich glaube, nur die Treppe hoch ist es, doch die Leiter. Oder ist es noch weiter? Ah, sogar noch weiter. Okay. Sollte ich mir auf jeden Fall aber merken, wo es lang geht. Weil Kor Kaloms Labor ist schon wichtig. Jetzt ist der Dabschela noch, oder? Ach ja, stimmt. Do aber war das. Stimmt. Do, wo die Templer stehen. Ah, Mann. Also die KI lässt hier 8 zu wünschen übrig. Genau das hier war's. Und wo finde ich dann noch den anderen Dabschädel, der uns die tägliche Ration bringt? Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Ja, mach das doch. Absolutes Thema. So, Fortuno. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Okay, was hast du denn für mich? Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay. Tja, das ist natürlich auch lustig. Man fixt die Leute an, gibt ihnen tägliche Rationen und dann macht man sie süchtig noch dem Scheiß, dass sie im Lager bleiben. 237 Erz ist auch noch gut, die handeln wir auf jeden Fall auch noch. Und dann würde ich sagen, dass wir dort dann die Episode 8 beenden. Also 237 Erz mache ich auf jeden Fall. Dann dürfte ich auch genug Zeug haben, um mir den Novizenrock leisten zu können. Sehr gut. Dann gucken wir aber nochmal, wie Kor Kalom zu Rezeptverkaufe steht. Aber das machen wir dann auf jeden Fall morgen. Sodele. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Und any von den Äxte behalten wir auch für uns. Müssen wir halt noch einer finden, der unser Stärke vergrößern kann. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. Grobe Schwerter haben wir genug, die wir verticken können. Und im Wert von 37 finden wir bestimmt auch noch irgendwas. So, die Flügel zum Beispiel. Noch etwas im Wert von 10, was wir verkaufen könnten. Ja, die Pfeife. Okay, dann kriegen wir halt die Pfeife weg. Gut. Dann würde ich auch sagen, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic Uff Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.